Hallo, heute wieder zu Mortal Kombat 11, dem Story-Modus. Es geht weiter mit Kapitel 4. 1. Mortal Kombat Chapter 4. Fire and Ice. Feuer und Eis, Sub-Zero und Scorpion. Ihr Shaolin-Mönche übertrefft wirklich euren Ruf. Ich achte euren Kampfgeist, doch Kronikas Wille muss unbedingt geschehen. Sie am Leben zu lassen, wäre gefährlich. Wenn sie sterben, verschwinden mit ihnen auch ihre Wiedergänger. Wir brauchen sie zur Verteidigung des Turms. Und wieder einmal, Liu Kang, hast du das falsche Schicksal gewählt. Jetzt die Energie, um den Sand der Zeit neu zu formen. Die Untotenarmee des Unterreichs beschützt den Turm, während ich am Werk bin. Shao Kahn, wann lieferst du die Außenweltarmee? Bald. Sie wird mir gehören, sobald Kotal tot ist. Und was hast du erreicht, Sektor? Die Cyberlinquay-Fabrik wird nach deinen Anforderungen modifiziert. Die Produktion übertrifft die Erwartungen. Lord Raiden, was haben Sie gesagt? Wir müssen Kronika finden. Ihr merkt, es ist noch ein kleiner Rückspann. Über die Geschichte entreißen. Gelingt uns, ich fange immer neu mit dem Kapitel an. Ein Challenge, also, spiele ich immer ins neue Kapitel in etwas hinein. Tod verwickelt? Ja. Wäre die es handelt sich dabei aber immer um einen sehr Tod kleinen geführt. Rückspann. Doch die Götterältesten versichern mir, dass eine solche Zukunft zu Kapitel 4. Das deshalb ist nur eine ich noch von nicht vielen möglichen Zeitlinien. Entfernen. Es wird schwer, das alles zu glauben. Sei beruhigt, Kung Lao. Ich weiß jetzt, was kommen könnte. Ich werde keinem von euch Schaden zufügen. Ihr habt mein Wort. Danke, Lord Raiden. Wir müssen Kronikas Turm finden und angreifen. So erbittert und schnell wie möglich. Bevor alles verloren ist. Was weißt du über Kronikas Auswirkungen aufs Erdenreich? Wir haben weltweit Orte mit schwerwiegenden temporalen Anomalien. Das Bild ist noch verschwommen. Unsere Kleine hat's drauf, oder? Bisher erkennen wir Cage, ich bin nicht deine Sonja. Sorry, das kann man schnell vergessen. Wir konzentrieren uns auf Angriffe aus dem Unterreich in Verbindung mit Zeitanomalien. Hilfreich. Aber wir haben mehr Sorgen als nur das Unterreich. Das haben wir. Großmeister Sub-Zero meldet schwere Verluste bei seinen Lin Kuei. Durch die Zeitfusion wurde sein alter Feind Sektor wiederbelebt. Sektor? War er nicht der Großmeister, der vor Jahren die Lin Kuei versklavt hat? Genau. Er reaktiviert und verbessert die Fabrik, die er gebaut hat, um die Lin Kuei in Cyber-Tötungsmaschinen zu verwandeln. Zweifellos, um neue und noch mächtigere Cyber-Lin Kuei zu erschaffen. Vielleicht will Kronika sie nutzen. Und Sub-Zero? Schon losgezogen, um die Fabrik stillzulegen. Großmeister Hasashi begleitet ihn. Großmeister Hasashi? Hanzo Hasashi? Feuer und Eis, Sub-Zero und Scorpion. Ich bin echt schon gespannt, mit wem ich heute kämpfen darf. Ich würde so gerne mit Scorpion kämpfen.
lässt dich im Stich, Sub-Zero. Ich habe dich an deinen Schritten erkannt, Hanzo. Wo ist Sektor? Ich lasse nicht zu, dass er nochmal meinen Clan bedroht. Die alte Fabrik für Cyberlinquai war stillgelegt, vergraben unter diesem Steinbruch. Bis zur Unterbrechung der Zeit. Nun ist Sektor zurückgekehrt und hat sie reaktiviert. Er stellt eine Armee auf, indem er Linquai-Krieger aus meinem Tempel verschleppt und bearbeitet. Verstehe, warum du mich brauchst. Wir könnten durch den Tunnel hineingelangen. Ein Frontalangriff wäre jedoch... blutig. Unnötig gefährlich. Es gibt noch einen Eingang, weniger bewacht. Und der Rest deines Plans? Drinnen werden wir Hilfe holen. Wir rächen deinen Clan. Er wurde unfreiwillig umfunktioniert. Deaktivieren wir die Verhaltenshemmer, unter deren Kontrolle er steht. Wendet er sich gegen Sektor? Alle Cyberlinquai sind mit einem Netzwerk verbunden. Cyrex kann sie von innen ausschalten. Wer ist die Frau? Das weiß ich nicht. Versuch, Cyrex auszuschalten. Er ist der Schlüssel. Wir brauchen weitere Kandidaten für die Cyberisierung. Wie lange dauert es nach Lieferung bis zur nächsten Generation? Hast du dich mit Sektor verbündet? Er hat die Linquai korrumpiert. Du hast unseren Clan korrumpiert, als du Frieden mit den Shirai Ryu geschlossen hast. Mit Kronikas Hilfe werde ich die Ehre der Linquai wiederherstellen. Sub-Zero. Ich hoffe, ich war nicht zu spät. Es gibt keine Zukunft, in der du Anführerin der Linquai bist. Du hast immer an mir gezweifelt, Sub-Zero. Klein gehalten. Ich habe aber nicht mit ihm trainiert, ja? Ich muss erst mal schauen. Wow. Die Frost kann nämlich auch ganz schön was. Das war cool. Komm schon her, Evernote.
Endlich aufgewärmt. Der war gut. Also immer eiskalt. Ui, jetzt zeigt sie mir, was sie kann. Schnell blocken. Zu spät. Jetzt habe ich sie abgefangen. Ich glaube, Zero ist hier echt nicht schlecht. Rost aber auch nicht. Schnell hin. Kriegst du es aber zurück, warte mal. Komm her. Na, komm her. So. Jetzt passt das. Nein! Ich hatte R2, L2 gedrückt. Aber ich hab's auch geschafft. Aber das coole Move wäre am Ende sicher noch. Gut gekommen. In der Story geht das sowieso nicht mit den Fatalities. Das kann man wirklich nur im Duell machen. Oder in der Arena. So dienen wir ihr besser, Sub-Zero. Wir verteidigen Chronika, während sie die Geschichte neu schreibt. Also seid ihr nichts als Lakaien? Wir wollen den Ruhm der Inquai in der neuen Ära sichern. Wen soll ich jetzt nehmen? Skorpion. Ich habe noch komplett anders gesehen. Wann würde ich zwingen zu dienen? Das habe ich schon durch, Cyrax. Nie wieder. Fight! Ich muss jetzt mal schauen. Mit Sub-Zero war ich aber besser. Vorher. Ich lasse mal schauen, was Scorpion drauf hat. Aber Scorpion ist echt nicht schlecht. Da ist die Tasten. Na, das ist jetzt peinlich. Jetzt kann ich es hören. Das Scorpion hat eine weite Reichweite. Aber es geht in den Nähkampf auch was. Was macht er die ganze Zeit mit diesem Leben weg? Jetzt habe ich dich. So, das hast jetzt doch schon. Und jetzt stirb. Yeah. Das war ein cooler Move. Mit Scorpion. Obwohl es schlecht begonnen hat, die Runde. Jetzt habe ich diesen Move schon, okay. Schnell weg von mir. Das Herzchen geht jetzt auch schon. Das ist ja noch der alte Scorpion. Nochmal. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Jetzt hat er mich wieder mit seinem Netz wegspringt. So, und jetzt habe ich noch voll Leben. Mache ich ihn fertig. Warte mal, das hätte ich nicht sagen sollen.
benötigen. Wollte ich noch einen coolen Move am Schluss machen. Und ihn einmal greifen. Aber er ist zu schwer zu greifen. Das war's? Niemand sollte ein Sklave sein. Okay. Schnell, bevor mehr Cyberlink Quay kommen. Die Initialisierung dauert etwas. Sektor, zeig den Club. Erkennst du mich, kleiner Bruder? Ui. Einen Seelensturm. Quanjis Schöpfungen sterben nicht so leicht. Chronika bittet mir die Leitung eines neuen Clans an. Sein Leben wird die Reiche verdunkeln. Ich werde Scorpion nehmen. Obwohl Sub-Zero war echt Hammer. Vorher. Ohne ihn bist du schwach. Fight! Jetzt habe ich ihn, ja. Oh, das hat weh getan. Okay, weg. Der ist schon stark. Aber Scorpion kann schon einiges, wenn man mit ihm etwas übt. Geschafft. Nochmals. Jetzt habe ich das ja schon heraus. Das habe ich ja schon geübt im Tutorial. Mit seinem Speer. Und Speer. Von der Kette. Aber er hat noch mehr drauf. Als seine Kette. Wow. Der war gut. Und der war noch besser. Jetzt stirb. Hammer. Scorpion ist echt Hammer. Und das ist noch der junge Scorpion. Ne, jetzt nehme ich wieder Sub-Zero und eventuell. Ich holte mir schon mal deinen Kopf, Sektor. Ich werde es erneut tun. Diese Vergangenheit gibt es nicht mehr. Die Cyberlink Quay werden Chronikas neue Ära einleiten. Fight! Hoppala, ich hab jetzt noch... Warte! Mein Backbutton-Adapter funktioniert gerade nicht richtig.
Feuer und Eis passt super zusammen, habe ich mir gedacht. Dann hätte ich eh Skorpion genommen. Und auch noch mitspielen. Das müsste reichen. Geschafft. Über den Kreis sind erledigt. Winglin, ich formatiere die Systemlaufwerke und fahre uns alle runter. Lebt wohl, Qualien. Das ist nicht das Ende. Ich finde einen Weg, dich wiederherzustellen. Alles ist möglich. Hanzo und ich sind der lebende Beweis. Bitte, bring mich nicht als Maschine zurück. Ich kann so nicht leben. Maschine oder Mann, du hast die Seele eines Kriegers. Solange ich Großmeister bin, bist du bei den Lin Kuei willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Herrin Kronika bekommt jede Hilfe, die sie braucht. Doch ohne Details kein Preis. Du wirst schon sehen. Kannst du ihn wiederherstellen? Schäden am Rahmen. Schaltkreise sind okay. Anscheinend hat jemand die Software gelöscht. Das wird nicht billig. Kann ja nach der Reparatur repliziert werden. Hundertfach. Tausendfach. Sehr ambitioniert. Mit der richtigen Hilfe schaffen wir es. Dient Kronika. Und sie wird für euch sorgen. Stimme zu. Vertrau mir. Wem sonst kannst du vertrauen? Das war ernst gemeint. Wie ein Spiegel, der Vergangenes reflektiert.
Sieh mal einer an. Über 50 und immer noch in Form. Da wäre noch die Sache mit der Bezahlung. Werden in der neuen Ära bezahlt. Chronika wird dafür sorgen, dass der schwarze Drache sich durchsetzt. Nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Auf jedem Markt. Okay, dann lass uns loslegen. Dein Dad schon erreicht? Immer noch kein Netz. Ich hasse es, so weit weg zu sein. Dad muss die Wände hochgehen. Hab Geduld. Du kommst noch durch. Ich weiß, dass mein Dad lebt, aber es ist, als ob man einen Geist sieht. Mir geht's auch so. Aber sie sind keine Geister, sondern real. Könnte das noch seltsamer werden? Hier fängt jetzt Kapitel 5 an. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder mit dabei. Es würde mich freuen. Ich habe nun nach dem Kapitel 4 Frost freigeschalten. Ich wollte das nur kurz als Info hinzufügen, da es Frost auch zu kaufen gibt. Also kauft sie ja nicht. Ihr bekommt Frost nach Abschluss des Story Modes Kapitel 4. Ich wünsche euch damit ein schönes Wochenende. Alles Liebe, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.